Du stinkst. Du auch. Hört auf zu streiten. Aber er stinkt. Alle Pinguine riechen ein bisschen nach Fisch. Dieser Pinguin stinkt nicht nach Fisch. Sondern nach was? Sag ich nicht. Hört auf zu streiten. Er hat gesagt, ich stinke. Ich habe schon dreimal gesagt, ihr sollt nicht streiten. Nein. Doch. Zweimal. Was? Das stimmt. Du hast erst zweimal gesagt, wir sollen uns nicht streiten. Ich habe es genau gezählt. Dieser Pinguin kann nicht zählen. Hör auf, mich zu schlagen. Wie oft habe ich dich jetzt geschlagen? Dieser Pinguin kann nicht zählen. Einmal, zweimal oder dreimal. Warum müssen wir uns eigentlich immer streiten? Keine Ahnung. Irgendetwas müssen wir schließlich machen. Mir fällt auch nichts Besseres ein. Mir ist langweilig. Hier passiert nichts. Alles ist weiß. Es gibt nur Schnee und ewiges Eis. Und manchmal pfeift der Wind. Das ist schon alles. Wenn endlich einmal etwas passieren würde. Ich bekomme bestimmt eine Erkältung. Mir ist kalt. Hört sich meine Stimme heißer an? Anderswo soll es besser sein. Meine Stimme hört sich heiß an. Wenn endlich einmal etwas passieren würde. Schaut mal. Ein Schmetterling. Schön. Wunderbar. Schau mal. Der Schmetterling. Den murkse ich jetzt ab. Lass diesen Schmetterling fliegen. Hast du nicht gehört? Nein, ich will ihn jetzt abmurksen. Du sollst nicht töten. Wer hat das gesagt? Ich. Nein, Gott. Stimmt. Gott hat gesagt, man soll nicht töten. Wer ist das? Gott? Schwierige Frage. Erklär du es ihm. Oh, Gott ist... Gott ist freundlich. Gott ist klug. Gott ist groß. Und sehr, sehr mächtig. Er hat nur einen kleinen Nachteil. Und der wäre, man sieht ihn nicht. Gott ist unsichtbar. Das ist aber ein gewaltiger Nachteil. Wenn man ihn nicht sehen kann, kann man auch nicht mit Sicherheit wissen, ob es ihn wirklich gibt. Blicke dich einmal um. Was siehst du? Eis. Weiter. Schnee. Weiter. Eis und Schnee und Schnee und Eis und Eis und Schnee. Und wer hat das alles gemacht? Gott, genau. Was sagst du jetzt? Besonders viel ist ihm in dieser Gegend nicht eingefallen. Verstehst du? Hört er dich noch? Gott hat nicht unheimlich gute Ohren. Außerdem hat er auch uns Pinguine geschaffen. Bei uns Pinguinen hat er irgendwie etwas durcheinander gebracht. Wir sind Vögel und stinken nach Fisch. Wir haben Flügel und können nicht fliegen. Aber wir können schwimmen. Pinguine sind hervorragende Schwimmer. Jedenfalls hat er sich mit diesem Schmetterling viel mehr Mühe gegeben. Mit seinen Flügeln, da kann er überall hinfliegen. Vor allem kann er wegfliegen. Das ist ungerecht. Deswegen murkse ich diesen Schmetterling jetzt ab. Dann wirst du bestraft. Von wem? Von Gott. Ja, das werden wir ja sehen. Du sollst aufhören. Hast du nicht gehört? Au. Warum muss man dir alles dreimal sagen? Au. Ja, heul ruhig. Du bist umgezogen. Du bist gemein. Ein sehr schlechter Pinguin. So war er schon immer. Das ist nicht meine Schuld. So hat mich Gott eben gemacht. Es gibt gute Pinguine und schlechte. Und ich bin eben schlecht. Dagegen kann ich nichts machen. Ich bin, was ich bin. Ich war, was ich war. Ein schlechter Pinguin. Oh, ich kann gar nicht hinsehen. Sag mir endlich, was da hinten
gesetzt. Auf was? Ich sag du es immer. Auf den Schmetterling. Der Ärmste. Wie geht es ihm? Wenn sich ein Schmetterling auf einen Pinguin setzt, dann... Besteht kein Anlass zur Beunruhigung. Wenn sich hingegen ein Pinguin auf einen Schmetterling setzt, dann... besteht durchaus Anlass zur Beunruhigung. Jedenfalls für den Schmetterling. Falls er noch dazu in der Lage ist. Dieser Schmetterling kann sich nicht mehr beunruhigen. Dieser Schmetterling ist ganz ruhig. Sein linker Flügel ist ganz zerknautscht. Der Ärmste, er ist gestorben. Er kommt jetzt in den Himmel. Kommen alle, die gestorben sind, in den Himmel? Nicht alle. Nur die Guten kommen in den Himmel. Du zum Beispiel nicht. Bin ich kein Guter? Nein, du bist kein guter Pinguin. Du hast diesen Schmetterling getötet. Aber doch nicht mit Absicht. Du hast gesagt, du wolltest ihn abmurksen. Nur im Spaß. Er ist jetzt abgemurkst. Das war ein Versehen. Du hast diesen Schmetterling umgebracht. Sag so etwas nicht. Das war Mord. Eiskalt geplant. Mörder. Ich habe keinen Mord begangen. Schmetterlingskiller. Dafür wirst du bestraft. Schrecklich bestraft. Gott hat das genau gesehen. Vielleicht hat er gerade nicht hingeschaut. Gott sieht alles. Gott hat nämlich unglaublich gute Augen. Wenn du gestorben bist, will eine kleine Unterredung mit dir führen. Bis dahin hat er das mit dem Schmetterling bestimmt wieder vergessen. Ha, darauf würde ich mich lieber nicht verlassen. Gott besitzt nämlich ein hervorragendes Gedächtnis. Ich glaube, Gott gibt es überhaupt gar nicht. Was sagst du da? Es gibt keinen Gott. Nimm das sofort zurück. Ihr wollt mir doch nur Angst machen. Ich brauche keinen Gott. Und euch beide brauche ich auch nicht. Ich will keine Freunde haben, die mir Angst machen. Euch will ich nie wieder sehen. Halt den Schnabel! Ich habe Gott noch nie gesehen. Fang jetzt nicht auch noch damit an. Ich kenne niemanden, der ihn je gesehen hat. Aber du weißt, dass es ihn gibt. Gelegentlich sollte sich Gott bemerkbar machen. Er beobachtet uns jede Sekunde, sogar in diesem Augenblick. Das bildest du dir nur ein. Was spürst du? Schau mal, in den Himmel. Sieht nach Regen aus. Hinter diesen Wolken spaziert der liebe Gott vorbei und beobachtet uns genau. Unsinn! Gott kann uns gar nicht sehen. Die dunklen Wolken hindern ihn am Sehen, wenn er am Himmelsrand spazieren geht. Huhu! Habt ihr einen Moment Zeit, um über Gott zu sprechen? Fein, dann hört jetzt gut zu. Ich bringe euch eine Nachricht von Gott. Gott hat gesagt... Was riecht ihr so am Tisch? Das sind wir. Wir riechen immer so. Gut, dann kommt mir nicht zu nah. Klappt? Also... Gott hat genug von den Menschen und von den Tieren. Ständig streiten sie sich. Dasselbe habe ich auch immer gesagt. Allmählich hat Gott die Geduld verloren. Oh, ich hätte schon längst. Und Gott hat gesagt, es sei ein Fehler gewesen, den Menschen gemacht zu haben. Wie gut ich Gott verstehe. Und auch die Tiere gehen Gott auf die Nerven. Ständig unterbrechen sie einen. Alles muss man ihnen dreimal sagen. Deshalb hat Gott gesagt, ich lasse eine gewaltige Sintflut auf die Erde hereinbrechen. Die Flüsse und die Meere werden immer höher steigen und über die Ufer treten. Das Wasser wird über die Häuser steigen, über die höchsten Baumwipfel. Und auch die Gipfel der höchsten Berge werden in der Flut versinken, bis die ganze Welt von Wasser überschwemmt ist. So, fertig. Jetzt wissen alle Tiere Bescheid, ihr wart beim Letzten. Ja, aber das bedeutet... Das Ende der Welt. Ja, genau, das ist Gottes Absicht. Er will die ganze Welt auslöschen und anschließend wieder von vorne anfangen. Er riecht wirklich schrecklich nach Fisch. Und was passiert mit den Menschen und Tieren? Das werden die früher oder später schon merken. Was? Naja. Dass sie ertrinken? Das hast du jetzt gesagt. Du weißt immer, dass Gott sich bemerkbar macht. Das hast du jetzt davon. Deutlicher geht's ja wohl nicht mehr. Ja, aber muss es denn gleich eine Sintflut sein? Ich kann man ja verstehen, aber... kann man nicht nochmal mit ihm reden? Gott zwar nicht persönlich, aber ich glaube, man kann recht schlecht mit ihm diskutieren.
Wenn er sich mal was vorgenommen hat, ist er nicht mehr davon abzubringen. Außerdem ist es schon zu spät. Schaut mal, es fängt schon an zu regnen. Bitte nicht! Aufhören! Wir wollen doch brav sein! Wir wollen uns nie wieder streiten! Das versprechen wir! Ach, jetzt hört doch auf zu jammern und fangt lieber an zu packen! Packen? Ja! Auf der Arche Noah ist noch Platz für zwei Pinguine. Von jeder Tierart dürfen zwei Exemplare auf die Arche. Wir haben zum Beispiel zwei Löwen an Bord, zwei Elefanten, zwei Igel, zwei Zebras, zwei Kängurus, zwei Rehe, zwei Iltisse, zwei Eichhörnchen, zwei Giraffen. Und warum nur zwei? Die Arche Noah ist zwar ein enorm großes Schiff, dennoch ist ihr Platz nicht unbegrenzt. Deshalb dürfen eben nur zwei Exemplare jeder Tierart auf die Arche. Also, hier sind eure Tickets, verliert sie nicht. Dieses Ticket berechtigt nur zur Beförderung. Der Anspruch auf einen Sitzplatz besteht nicht. Der Weiterverkauf der Tickets ist strengstens untersagt. Nach der Sintflut vergehen die Tickets in Gültigkeit. Und denkt daran, an der Arche um 8. Wer zu spät kommt, ertrinkt! Er sieht uns nicht. Er hat uns gesehen. Er sieht uns nicht. Er hat uns gesehen. Er hat uns nicht gesehen. Jetzt hat er uns gesehen. Er ist immer noch beleidigt. Wollt ihr nicht unter meinen Regenschirm kommen? Oh, das ist
sehr freundlich, aber... Wollt ihr verreisen? Wie kommst du denn darauf? Wegen diesem Koffer? Welchen Koffer? Ah, ja, der Koffer. Wir waren nur zufällig in der Gegend. Dann wir schauen mal vorbei. Genau. Es regnet. Stimmt. Das Wasser steht schon kniehoch. Das ist uns gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst... Es sieht so aus, als würde dieser Regen überhaupt nicht mehr aufhören. Ah, der hört schon noch auf. Davon bin ich auch überzeugt. Kommt lieber unter meinen Schirm. Ihr holt euch noch eine Erkältung. Wir Pinguine müssen zusammenhalten. Wenn drei Pinguine im Regen stehen, aber nur ein Pinguin einen Regenschirm hat, dann ist es doch ganz selbstverständlich, dass er den anderen beiden Pinguinen einen Platz unter seinem Schirm anbietet. Das hast du aber schön gesagt. Ihr habt ja Tränen in den Augen. Das sind Regentropfen. Wir wollten nur mal kurz vorbeischauen. Kein Pinguin lässt einen anderen Pinguin im Regen stehen. Regen stehen, Regen stehen. Wir wollen niemals, niemals auseinandergehen. Auseinandergehen. Kein Pinguin lässt einen anderen Pinguin im Regen stehen. Regen stehen, Regen stehen. Niemals lässt ein Pinguin einen anderen Pinguin. Letzte Aufruf. Die beiden Pinguine werden dringend gebeten, sich an der Arche einzufinden. Na endlich! Wo habt ihr denn die ganze Zeit gesteckt? Ihr seid die beiden Letzten. Selbst die beiden Schildkröten waren schneller als ihr. Noah wollte schon ohne euch abfahren. Sag mal, diesen Koffer da, den wollt ihr doch hoffentlich nicht an Bord mitnehmen. Ich hab doch gesagt, nur Handgepäck. Ja, von diesem Koffer können wir uns unmöglich trennen. Was ist in dem Koffer? Nichts Besonderes. Nur Luft. Warum ist er dann so groß? Es handelt sich eben um dicke Luft. Sehr verdächtig. Ich habe die strikte Anweisung von Noah, jeden verdächtigen Koffer zu kontrollieren. Los, aufmachen. Warum? Ich muss mich vergewissern, dass ihr keine verbotenen Gegenstände an Bord schmuggelt. Und wer ist Noah? Noah hat die Arche gebaut. Macht jetzt diesen Koffer auf. Das ist aber ein sehr großes Schiff. Nicht wahr? Die Arche, Noah, ist aus Tannenholz gebaut und verfügt über drei Stockwerke. Dieser Koffer riecht nach Fisch. Versucht ihr etwa ein Fischstäbchen an Bord zu schmuggeln? Das sind wir. Wir riechen immer nach Fisch. Der Verzehr mit gebrachten Speisen und Getränken ist an Bord nicht gestattet, aber es gibt einen kleinen Kiosk. Macht jetzt diesen Koffer auf. Wir sind Pinguine. Man kann uns vertrauen. Das haben die Klapperschlangen auch gesagt. Und was finde ich in ihren Handtaschen? Ein Kartenspiel! Unerhört! Wir haben kein Kartenspiel in unserem Koffer. Das ist auch gut so, denn jede Form des Glücksspiels ist auf der Arche verboten. Ich frage mich, wie lange eigentlich Karten spielen können. Ich mache jetzt einfach diesen Koffer selber auf. Und ich warne euch, wenn ich etwas anderes darin vorfinde als Luft, dann dürft ihr eben nicht auf die Arche und müsst ertrinken. Gibt es in Zukunft eben keine Pinguine mehr. Also mir ist das egal. Ich sehe schon jetzt, ihr habt mir nicht die Wahrheit gesagt. In diesem Koffer. Ich finde sie gar nicht. Aber nur ein ganz kleiner. Wir haben es nicht übers Herz gebracht. Thank you.
habe Angst. Wo sind wir? Ihr seid ganz unten. Im Bauch der Arche Noah. Was riecht hier so komisch? Das ist Teer. Noah hat die Arche mit Teer bestrichen, damit kein Wasser eindringen kann. Teer? Leise! Sonst machen doch die anderen Tiere auf. Besonders die Löwen haben einen sehr leichten Schlaf. Der Gestank ist kaum auszuhalten. Gut. Habt ihr sonst noch Fragen? Jede Menge! Bis wann ist das Buffet geöffnet? Muss man sich zu den Mahlzeiten umziehen? Wo kann man Liegestühle mieten? Gibt es einen Pool an? Hier wird Gymnastik am Bord angeboten. Wir sind noch nicht mal losgefahren. Und ihr fragt mich nach irgendwelchen Gymnastikstunden. Das da ist eine Rettungsaktion und keine Jungfernfreundbahn! Moment! Müssen wir etwa die ganze Zeit hier unten bleiben? Überhaupt noch einen Platz bekommen zu haben. Die Arche ist bis oben hin mit Tieren vollgeschossen. Besonders hell ist es hier nicht. Irgendwo geht ein Luftzug. Außerdem ist es feucht. Und es riecht nach Teer. Ja, aber wisst ihr was? Diesen Teergeruch werdet ihr bald mit eurem Fischgestank übertüncht haben. Und was sollen wir die ganze Zeit machen? Schlafen. So wie alle anderen Tiere auch, was sonst. Sind wir mal da? Wir sind noch nicht mal losgefahren. Und ihr wollt schon wissen, wann ihr da seid! Sind die Löwen und Elefanten auch noch wach? Das habt ihr mal wieder toll hinbekommen. Was? Abgemurzt. Wem? Den
Schmetterling? Ah, das habe ich schon längst vergessen. Aber Gott nicht. Gott hat nämlich ein hervorragendes Gedächtnis. Das hat er gar nicht gemerkt. Er war nämlich gerade mit dieser gewaltigen Sintflut beschäftigt und hatte alle Hände voll zu tun. Ja, so eine Sintflut ist selbst für jemanden wie Gott kein Knacks. Außerdem hast du dich ja nicht mit Absicht auf diesen Schmetterling gesetzt. Das war ein Versehen. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich wollte mich nämlich setzen und dachte noch, war da jetzt etwas Gelbes? Und dann habe ich mich gesetzt und dachte, war das jetzt der Schmetterling? Und dann dachte ich, egal, jetzt sitze ich schon. Und wenn das eben der Schmetterling war, na dann hat er eben Pech gehabt. Der Schmetterling, beruhige dich. Außerdem ist dieser Schmetterling ja ganz tot. Ach so. Er ist gleich wieder zu sich gekommen. Wenn du nicht gleich fortgelaufen wärst, hättest du es gesehen. Er hat sich ja nicht geschüttelt. Na, dann ist er weggeflogen. Sein linker Flügel war etwas zerknautscht, deswegen ist er so durch die Luft getrudelt. Jetzt sagt auch mal das! Genau! Siehst du? Ja, genau so ist es gewesen. Das sagt ihr doch nur, um mich zu trösten. Ich habe einen Schmetterling getötet. Und ich habe Unglück über die ganze Welt gebracht. Ich glaube an dich, Gott. Aber warum bestrafst du alle anderen? Ein einziger Pinguin hat dich beleidigt. Und du rächst dich an der ganzen Welt? Und das nennst du Gerechtigkeit? Nein, das ist doch ungerecht. Nein, ich bin wütend. Ich bin wütend auf dich, Gott. Hörst du mich? Kekse da? Schon lange nicht mehr. Du hast sie alle aufgegessen. Hört auf zu streiten.
Aber er hat alle Kekse aufgegessen. Jeder hat gleich viele Kekse gekriegt. Wenn ihr mich nicht mitgenommen hättet, dann wären noch Kekse übrig. Auch ohne dich wären diese Kekse längst zu Ende. Aber ihr müsstet mich nicht mehr verstecken. Ihr habt einen Betrug begangen. Ihr habt heimlich einen dritten Passagier mit an Bord genommen. Hätten wir dich etwa ertrinken lassen sollen? Ach, ich wünschte, ich läge ertrunken auf dem Meeresgrund. Wir hätten uns niemals auf diesen Schwindel einlassen dürfen. Wir hätten zu dieser Taube sagen müssen, Taube, wir sind drei Freunde. Wir werden keinen von uns zurücklassen. Uns gibt es nur im Dreierpack. Wenn das Gott nicht gefällt, muss er in Zukunft eben ohne Pinguine auskommen. Fertig. Es wird alles wieder gut. Es wird alles immer schlimmer. Ja, was soll denn noch schlimmer werden? Wir sitzen seit einer Ewigkeit im Lauf dieser Arche und fahren über das Meer. Es stinkt nach Teer. Und man hört nur den Regen. Sind wir schon so lange unterwegs? Mir kommt es schon viel länger vor. Wir sollten versuchen zu schlafen. Ich habe Hunger. Ach, läge ich doch schon ertrunken auf dem Meeresgrund. Wenn du das noch einmal sagst, dann werfe ich dich über Bord! Umso besser! Dann läge ich endlich ertrunken auf dem Meeresgrund! Wisst ihr noch, wie es zu Hause war? Früher war alles weiß. Es gab herrlichen Schnee. Überall war glitzerndes Eis. Immer ging ein frischer Wind. Gemütlich haben wir uns zusammengekuschelt. Und man wusste immer, was als nächstes passiert. Genau. Nämlich nichts. Das war so beruhigend. Ob wir unsere Heimat je wiedersehen werden? Eine Mütze voller Staub. Die mich verstehen. Endlich.
überqueren wollten. Aber wohin? Wohin? Aber wohin? Wohin? Nimmt das jemals ein Ende? Ich dachte, das ist eine Reise ins Glück. Jetzt fürchte ich, wir kommen niemals zurück. Ich dachte, das ist eine Reise ins Glück. Fordern. Das ist ein bisschen viel verlangt, findest du nicht? Ich weiß, aber das ist der Witz an der Sache. Man muss an mich glauben, ohne einen Beweis zu verlangen. Sonst wäre es zu leicht. Nicht umsonst heißt es, an Gott glauben. Und weißt du, was ich glaube? Jetzt bin ich aber neugierig. Das da ist ein Schwindel. Ich bin sehr von dir enttäuscht. Na gut, aber dann bist du blind. Blind? Wer Gott ansieht, wird blind. Das stimmt nur jetzt weg. Wenn du unbedingt blind werden willst, dann musst du nur diesen Koffer öffnen. Du zögerst. Das finde ich sehr vernünftig von dir. Außerdem wäre es zu schade, wenn eine so hübsche weiße Taube ihr Augenlicht verliert. Was? Weißt du denn, dass ich eine so hübsche weiße Taube bin? Na, hör, weil ich habe dich schließlich selbst geschaffen. Nachdem ich alle Tiere geschaffen hatte, sagte ich zu mir, zum Schluss will ich ein Geschöpf machen, das alle anderen Wesen übertrifft. Ein Geschöpf, das mir ähnlich ist. Und dabei herausgekommen ist eine weiße Taube. Ich glaube allmählich, weil in dieser Kiste ist wirklich Gott. Aber das sagen wir doch schon die ganze Zeit. Oh, es tut mir so leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Schon vergessen. Ich hätte gedacht, dass du so verständnisvoll bist. Leider haben die meisten eine völlig falsche Vorstellung von mir. Um ehrlich zu sein, bin ich auch ein bisschen wütend auf dich gewesen. Das ist schon in Ordnung. Warum bist du denn wütend auf mich gewesen? Ja, also unter uns gesagt, diese Sintflut ist, Sprich ruhig weiter. Eine Katastrophe! Auf diese Sintflut bin ich nicht besonders stolz. Da habe ich einen Fehler gemacht. Es reicht allerdings nicht nur zu sagen, man habe einen Fehler gemacht. Völlig richtig.
wenn man etwas Schlechtes getan hat, muss man ernsthaft versuchen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Was wirst du versuchen, um diese Sintflut wieder gut zu machen? Ich denke, wir beenden das Ganze für heute. Auch mich wirkt Gott schon ein bisschen erschöpft. Nein, es ist doch so schön, endlich mal persönlich mit Gott zu sprechen. Ja, dieses Vergnügen kannst du jederzeit haben. Ich bin jederzeit für dich da, immer und überall. Oh, ich hab dich ja so lieb! Oh, es tut mir so leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Ich werde überall herum erzählen, wie groß und herrlich du bist. Und ich schwöre dich, innerhalb kürzester Zeit werde ich alle anderen dazu bringen, dich genauso zu lieben, wie ich dich liebe. Aber sag mal, hast du vielleicht irgendeinen Wunsch? Sprich ihn aus. Ich werde alles tun, was du von mir verlangst. Ich hätte gerne einen Topfenstrudel. Topfenstrudel. Das werde ich dir nie vergessen. Ich habe nämlich ein unglaublich gutes Gedächtnis. Für diesen Topfenstrudel wirst du in den Himmel kommen und ich werde... Also ich kenne Gott zwar nicht persönlich, aber das da ist nicht Gott. Naja. Sowas kann man bei so etwas nie genau wissen. Gott ist kein Pinguin. Gott kann jede beliebige Gestalt annehmen.
tack, Strafe tick, Strafe tack, Strafe tick. Wie lange warten wir jetzt schon? Eine Minute. Einen Tag? Eine Woche? Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund habe ich Lust auf Topfenstufen. Endlich! Die Taube! Was hat sie da im Schnabel? Ha! Ein Ölfall! Was? Ha! In ein Ölfall! Habt ihr was verstanden? Kein Wort! Es ist ein Ölfall, ihr Trottel! Wenn man eine weiße Taube sieht! Mit einem Ölzweig im Schnabel bedeutet das bestimmt nichts Gutes! Dieser Ölzweig bedeutet, dass es zu regnen aufgehört hat! Noah hat gesagt, los Taube, flieg und such Land. Und endlich habe ich diesen Ölzweig gefunden. Das heißt, wir können jetzt an Land. Ja. Worauf wartet ihr denn noch? Alle anderen Tiere sind schon von der Asche hinuntermarschiert. Ihr seid die üblichen Letzten. Selbst beim Schildkröten war schneller als wir. Alle Tiere müssen in zweier Reihe von der Asche hinuntermarschieren. Aber ich bin ein dritter Pinguin. Wo ist eigentlich die zweite Taube? Zweite was? Taube. Wenn alle Tiere in zweier Reihe von der Arche marschieren müssen. Jetzt weiß ich was. Oh. Ich hatte doch die ganze Zeit dieses dumpfe Gefühl, irgendwas vergessen zu haben. Irgendwas ganz Wichtiges. Einen Partner! Ich habe vergessen, eine zweite Taube an Bord zu nehmen. Aber alle Tiere habe ich gedacht. Nur auf mich. Auf mich hab ich vergessen. Was soll ich denn nur machen? Nur wenn mir nur den Kopf abreißen, wenn ich alleine die Gangway hinunterspaziere. Danke! Uns fehlt eine Taube, aber wir haben einen Pinguin zu viel an Bord. Na und? Ihr versteht ja nicht! Ich verstehe! Ich auch! Dann könnt ihr es mir sicher erklären. Leider nein. Ich habe nur so getan, als ob ich verstehe. Ich habe auch keine Ahnung. Ich erkläre es euch. Es ist ganz einfach. Das wird niemand merken. Hört gut zu. Wir brauchen dazu nur Folgendes. Taube ist doch viel größer. Nochmals, vielen Dank für die Tickets. Wir werden die
diese Reise immer in bester Erinnerung behalten. Die Verpflegung war sehr abwechslungsreich an Bord. Und das Unterhaltungsprogramm ließ keinerlei Wünsche offen. Noch nie habe ich mich so gut amüsiert auf dieser Art von Nähe. Einen Augenblick noch. Jetzt ist alles aus. Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, mich bei dir zu bedanken. Ich weiß, was du geleistet hast. Die Ameise hat ihren Partner wieder gefunden, die Giraffen sind wieder wohlauf, die Löwen haben friedlich neben den Antilopen geschlafen, kein Tier auf der Arche hat ein anderes aufgegessen. Das ist nur deinem unermüdlichen Einsatz zu verdanken. Aber warum hast du diese Pinguine an Bord genommen? Pinguine können doch schwimmen. Stimmt! Das haben wir in der Aufregung ganz vergessen. Wir können ja schwimmen. Du kannst nicht schwimmen, du bist doch eine Taube. Oh, das hab ich vergessen. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Spätestens bei der nächsten Sintflut. Oh, bloß nicht. Es wird nie wieder eine Sintflut geben. Ehrlich? Das hat Gott hoch und heilig versprochen. Gott weiß, dass die Menschen sich nicht verändern werden. Ebenso wenig wie die Tiere. Es wird immer Streit geben. Er wird sie so nehmen, wie sie sind. Und er wird niemanden mehr bestrafen. Woher weißt du denn das alles so genau? Du bist Gott, oder? Wie kommst du auf diesen Gedanken? Das ist Noah, ihr Trottel. Aber genauso habe ich mir Gott immer vorgestellt. Einen großen alten Mann mit einem langen Bart. Das denken viele. Und das war also falsch? Gott ist kein Mann. Eine Frau? Nein. Dann eher so eine Art Ding? Wie ein Toaster? Nein, ihr könnt euch Gott vorstellen, wie ihr wollt. Aber er ist überall. In jedem Menschen, in jedem Tier, in jeder Pflanze. Vielleicht ist ein wenig Gott in jedem von uns. Das verstehe ich jetzt nicht. Du musst nur tief in dich hineinhören. Da gibt es eine Stimme, die mir sagt, was richtig und was falsch ist. Und? Das ist Gott. Schau mal, ein Schmetterling. Sogar zwei. Ich glaube, du kannst deine Verkleidung jetzt ausziehen. Aber eigentlich fühle ich mich ganz wohl in diesem Film. Du bist aber keine Taube, sondern ein Pinguin. Das weißt du hoffentlich. Ja, wie blöd hältst du mich eigentlich? Willst du eine ehrliche Antwort? Hört auf zu streiten, sonst gibt es gleich wieder eine Sintflut. Gott hat hoch und heilig versprochen, nie wieder eine Sintflut zu schicken. Hey, schau mal da. Wow, so etwas Schönes habe ich ja noch nie im Leben gesehen. So ein Regenbogen. Dieser Regenbogen wird ihn daran erinnern, dass der Regen niemals mehr so endlos sein soll. Dass er niemals mehr für so viele Tage die Sonne verdunkeln soll. Alle Achtung! Welch eine noble Geste. Das finde ich sehr anständig von Gott, dass er zugegeben hat, einen Fehler gemacht zu haben. Dieser Regenbogen ist ein Zeichen seines Versprechens. Es ist ungelogen, solch einen schönen Regenbogen haben wir noch nie gesehen. Auf lange Sicht bleiben immer nur die schönen.